Rapid geht als erster der Meisterschaftskandidaten ins Titelrennen um die Meisterschaft der Tipp 3 Bundesliga 2009-2010. Auswärts gegen den LASK beginnt der Titelkampf. Ja, wir haben uns ganz normal jetzt da vorbereitet. Wie jedes Jahr. Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet. Wir haben wie jede Vorbereitung jetzt gut gearbeitet. Und ja, jetzt geht endlich die Saison los und ja, wir freuen uns auf den Meisterschaftsrhythmus. Freundschaftsspiele sind Freundschaftsspiele. Jetzt geht es um die Punkte und jetzt müssen wir wieder dementsprechend auch gut in Schwung kommen. Und ja, erstes Spiel ist natürlich immer Standardbestimmung. Wo steht man? Und ich hoffe doch, dass wir dementsprechend gut für dieses Spiel gerüstet sind. Man muss davon ausgehen, dass heuer 17 Runden sind gegenüber den letzten beiden Jahren, wo zwar auch nur 13 Runden waren, voriges Jahr 15 Runden, diesmal sind 17 Runden. Doch eine sehr lange, sage ich mal, eine lange Spielzeit von den Spielen her. Und davon kann man auch ausgehen, dass es natürlich auch dementsprechend noch spannend ist. Ja, ich glaube schon, dass es wieder sehr, sehr schwierig wird. Aber ich glaube, wenn wir von Spiel zu Spiel schauen und einfach nur unsere Hausaufgaben machen, dann werden wir Meister werden. Davon bin ich überzeugt und das ist auch das Ziel, glaube ich, jedes Einzelnen bei uns. Und das wäre jetzt auch für mich wieder ein riesengroßer Traum. Ich werde sicher nicht von diesem Ziel abrücken, was wir immer im Sommer ausgeben, auch wenn wir uns im Moment ganz oben stehen. Ich werde mich auf meine Leistungen konzentrieren und wie gesagt, ich habe ein großes Ziel jetzt bis Sommer und das ist wirklich mit Rapid Meister werden. Das ist einfach mein Traum und das wäre eine super geile Sache. Die Hütteldorfer sind dermaßen motiviert, dass selbst der nicht enden wollende Winter den Spielern die Lust nicht verderben kann. Bei so einem Wetter, wenn man gewinnt, ist das glaube ich wurscht. Und ja, wenn wir schauen, wie es morgen aussieht, ich glaube, wenn wir gewinnen, hat es einen riesen Spaß gemacht.